Hi Leute und willkommen wieder zurück. Ich bin eure Mio und wir spielen jetzt Linda. Linda irgendwas. Ich habe den Nachnamen schon wieder vergessen. Linda. Brown. Ja, das war das Anfangsvideo von Linda Brown. Ich glaube, dazu gibt es eine Serie. Ich finde, die Frau sieht ein bisschen aus wie Angelina Jolie und der eine Typ wie Brad Pitt. Naja, wir sind bei Folge 1, ein neuer Anfang. Macke. Was ist das für einer? Hallo? Was zum Teufel machst du hier? Warum folgst du mir? Hör zu, verlass mich nicht, Linda. Dafür ist es zu spät, Kevin. Sorry, aber Kevin, Alter. Ich hätte ihn aber als allerletztes erwartet. Aber Schatz. Oh, ist das falsches Mikrofon? Lass mich in Ruhe, Kevin. Mein Flugzeug wartet auf mich. Komm sofort zurück, Linda. Ohrfeige geben, höflich reagieren. Pff, Ohrfeige, was denkt er, wer er ist? Verpiss dich. Was hast du dir dabei gedacht? Tschuh. Klatsch. Oh. Geil. Backe ja gleich Security alle. Bruno. Hallo, Bruno. Hallo? Wenn du keine Probleme willst, lauf sofort weg. Brad Pitt rettet uns. Kevin wird sich erinnern, dass du eine Ohrfeige gegeben hast. Okay. Also ist das auch wieder mit Entscheidung. Ich meine, dachte ich mir schon, aber nicht, dass das sofort angezeigt wird. Wer zum Teufel bist du? Ich gehe nirgendwo hin. Überlege es dir gut. Er sieht aus wie Brad Pitt. Original. Guckt euch die Gesichtszüge an, die Augen, alles. Ich möchte nicht, dass meine Freunde aggressiv werden. Hust, hust. Scheiße, Kevin, oder? Wie kann er noch Kevin heißen? So einer bist du also. Ich gehe, aber das ist nicht vorbei, Linda. Das gleiche gilt für dich, du Wichser. Alter, ernsthaft? Ich soll lachen, geil. Ja, schön, wenn man Security-Männer hinter sich hat, ne? Geht's? Hat er dich verletzt? Oh. Was? Bist du verletzt? Naja, also nicht wirklich. Ich komm schon klar. Danke für deine Hilfe, ne? Danke für deine Hilfe. Vielen Dank. Ich weiß nicht, was wäre, wenn du mir nicht geholfen hättest. Dafür bin ich da. Bruno wird sich erinnern, dass du seine Hilfe akzeptiert hast. Ich habe angenommen, dass eine Maid in Nöten eine Maid in Nöten meine Hilfe braucht. Was für ein Casanova, eine Maid. Schön, Sie kennenzulernen, Fräulein Linda Brown. Maid in Nöten. Geil. Bruno Freire zu Ihren Diensten. Lächel, lächel. Hört ihr das Knistern? Gut, vielen Dank, Bruno. Ich muss jetzt meinen Flug nehmen und bin schon spät dran. Ich hoffe, wir sehen uns wieder. Oh, der flirtet aber richtig mit uns. Wartet mal. Alles von draußen. Ich hab Fenster und denke, hey, was knistert hier? Es kann ja sein, dass sie mich wieder retten müssen. Oh Gott! Bruno, ich bin so wehrlos. Ihr Jet wartet auf Sie.
Klar, hat ein Privatjet. Ich meine, er hat Bodyguards. Warum auch nicht? Kommen Sie? Er lächelt nur so. Galopp. Linda Brown. Ich werde Ihre Nummer brauchen. Gehen wir. Wir haben nichts gemacht. Er hat uns nur geholfen. Jetzt läuft mir auch noch meine Nase. So ein Scheiß. Aua. Ich sag, oh, ich hab einen Löffel berührt. Ich sollte Cynthia Bescheid geben, dass ich am Weg bin. Am? Also nicht auf dem Weg? Messages, also Nachrichten. Cynthia, Rio, ich komme. Rio, ich komme. Kevin haben wir, Alex und Karl. Ist interessant, ihr von Kevin erzählen. Gut, ich bin schon auf dem Weg. Gut, ich freue mich schon auf dich. Alles in Ordnung? Naja. Nicht alles. Kevin hat mich wieder verfolgt. Was für ein Wichser. Die mit ihrem Wichser. Sind ihr zustimmen? Ich erzähle dir alles, sobald ich komme. Das war jetzt aber kein Zustimmen. Ich kann es nicht erwarten, dich zu sehen. Muss los. Ich auch nicht. Muss los. Wir sehen uns morgen. Platschen Hände. Komm mal. Ich konnte nichts drücken. War das jetzt schon hier? Ne, wo Gott sagen. Linda! Ich kann es nicht fassen, dass du hier bist. Oh, sie sieht voll nett aus. Ha, hello. Hallo, Cynthia. Ach, ich bin so froh, dass wir. Das wird wie zu Uni-Zeiten. Du hast recht, genau wie an der Uni. Aber viel eleganter. Dein Haus ist unglaublich. Danke, dass du so weit für mich gereist bist, Linda. Denkst du wirklich, dass ich deine Hochzeit verpassen würde? Und ich kann es nicht erwarten, dich wieder singen zu hören. Ich auch nicht, ich habe keine Lust. Ich auch nicht. Ja, ich freue mich auch sehr darauf. Ich denke, das ist genau das, was ich brauche. Ganz New York spricht über dich. Oh Gott, ich hoffe nicht. Du wirst langsam zum Star. Das wäre toll. Was ist das denn für einer? Entschuldigung, Cynthia, wir müssen die Gästeliste durchgehen. Sag mir bitte nicht, das ist ihr Freund mit diesem Piercing. Der sieht mega schwul aus. Oh, tut mir leid. Mir war nicht klar, dass wir Besucher haben. Oh mein Gott, sie ist hier. Du bist es, Linda Brown. Hi, hi. Cynthia hat mir erzählt, dass du kommst. Oh, meine Stimme versagt. Oh Gott, sorry. Ich bin ein Riesenfan von dir. Drausio? Komm schon, du überforderst Linda. Das ist Drausio, mein Haushälter, bester Freund und Vertrauter. Okay, wo Gott sagen, als ihr Freund. Ich meine, ich habe nichts gegen Spul oder so, ja? Und denkt nichts Falsches, aber. Der sieht merkwürdig aus. Und auch der meine ganze Hochzeit organisiert. Okay, wow, das klingt ja nach sehr viel Arbeit. Ich hoffe, dass wir Zeit haben, einander kennenzulernen. Ich bleibe nur 2 Tage nach der Hochzeit. 2 Tage? Komm schon, du solltest länger bleiben. Das Haus wird nach der Hochzeit leer sein. Milton und Cynthia werden in die Flitterwochen fahren. Ich bin sicher, dass Cynthia dir gern ihr Haus überlässt. Warum nicht? Ich schau mal. Ja klar, wir lassen uns aber das Haus. Auf der anderen Seite, wenn man zu einer echt guten Freundin fährt und man hat die ewig nicht gesehen und die heiratet und die hat sowieso so viel Kohle und ein Haus und wir vermutlich zwar einen Job, aber wann ist man denn schon wieder da? Ich habe Kaffee getrunken, jetzt bin ich müde. Naja, warum nicht? Diese Gelegenheit haben wir auch nicht immer. Cynthia würde dich da stören? Bitte, Linda, du musst nicht mal fragen. Drausio, lass uns bitte einen Moment allein. Ich bin gleich da. Ja klar, schön dich kennenzulernen, Linda. Ach, voll nett. So süß. Also, was ist in New York mit Kevin passiert? Ich muss wissen, was war. Also, gestern hat er mich bis zum Flughafen verfolgt. Er hat sich wie ein Verrückter benommen. Das kann ich nicht glauben. Cynthia, er war noch nie so. Ein Passant muss ihm sogar zu Hilfe kommen. Naja, zumindest ist die Ritterlichkeit nicht ausgestorben. Aber was ist zwischen euch passiert? Ich möchte nicht drüber reden. Cynthia davon erzählen. Wir wissen ja gar nicht, was passiert ist, deshalb gehe ich jetzt einmal auf erzählen. Alles fing vor einigen Tagen in New York an.
reingezoomt. Beeil dich, Kevin. Wir kommen zu spät zum Abendessen. Eine Sekunde bitte, ich komme gerade aus der Dusche. Handy läutet. Oh, das ist Kevins Handy. Wir denken uns nicht bei und wetten, wir haben eine Nachricht von irgendeiner anderen. Die fragen sich wahrscheinlich schon, wo wir sind. Oh, oder natürlich Freunde. Ich trinke immer was. Achso, wir müssen das antippen. Ich sollte ihm Bescheid geben, dass wir uns verspäten. Stephanie? Wer zum Teufel ist Stephanie? Hallo Schatz, hallo Kev, gestern war unglaublich, hast du heute frei? Ich bin mit Freunden zum Essen eingeladen, morgen bei dir, wie immer. Ich kann's nicht fassen, kann ich auch nicht. Linda, was machst du an meinem Handy? Ich glaub nicht, du hast mich schon wieder betrogen? Alter, da hat er schon mal gemacht. Was? Ich hab nichts getan, Schatz, lass mich erklären. Dein Handy hat genug erklärt. Hör auf, sofort mit den Lügen auf. Stephanie? Es hat mir das Herz gebrochen, Kevin. Schatz. Verdammt, Kevin, verschwinde sofort. Oh, sorry, bei dem Namen kann ich aber nicht enden. Cynthia wird sich erinnern, dass du es ihr erzählt hast. Sie ist bestimmt so unsere beste Freundin oder so. Ich kann mir nicht vorstellen, was du durchgemacht hast, Linda. Ich finde, Kevin sah gerade so aus wie... Also wirklich überrascht, dass sie das denkt. Auch wenn sie das Handy sehen und er fremdgegangen wäre, hätte er, glaube ich, anders reagiert. Ich kann mir vorstellen, dass Hey Schatz nicht als Hey Schatz auch gemeint war, wobei die Nachricht eigentlich ziemlich eindeutig war. Ich weiß nicht. Ja, ich würde jetzt am liebsten nicht mehr drüber reden. Ich werde eine Weile an den Strand gehen. Es macht dir nichts aus, oder? Überhaupt nicht, Linda. Geh dich entspannen. Wir sehen uns später. Und Linda? Ja? Ohne ihn bist du viel besser dran. Danke. Das bricht uns ja trotzdem das Herz, ne? Ach, können wir jetzt was machen? Oh ne, ich dachte schon. Wo sind die ganzen Badeanzüge, die ich mitgebracht habe? Dings liegt was um. Der linke oder der rechte? Natürlich der linke. Ein Teller? Zu altmodisch. Komm schon, Linda, du bist in Rio. Den anderen? Das ist besser? Ich finde, es sieht ein bisschen nötig aus. Naja. Und diese Musik, woher kommt die jetzt? Woher kommt die denn jetzt? Hey, was ist das denn jetzt? Wer hat diese Nachricht hinterlassen? Da steht, willkommen in Brasilien, suche die Kette. Kette? Welche Kette? Wow, diese Kette hat bestimmt mein Vermögen gekostet. Wer wohl dahinter steckt? Cynthia vielleicht? Das war ja zu viel für einen Tag. Jetzt entspanne ich mich am Strand. Dann denke ich wieder, die Holde Maid, die einfach nichts drüber denkt und einfach nur den Strand genießt. Okay, das war jetzt also schon die erste Folge. Du hast ihm eine Ohrfeige gegeben. Sie und 49% anderer Spieler wählten dies. Angesichts dessen, dass er uns betrogen hat, sehr vermutlich betrogen hat, verdient. Du akzeptierst Brunos Hilfe. Sie und 78% anderer Spieler wählten dies. Warum sollte man das auch nicht helfen? Hallo, der Typ wollte uns schlagen. Unser Freund. Du hast Cynthia davon erzählt. Sie und 40% anderer Spieler wählten dies. War gut. So, Jahreszeit 1. Okay, es geht wohl immer nach Jahreszeiten. Wenn ihr vorhin schon mein Gameplay geguckt habt von denselben Spielemachern, dann werdet ihr sehen, dass da auch Jahreszeit stand und Folgen und so weiter und so fort. Sowas wie Season wahrscheinlich. Und ja, Folge 2. Eine Reise, eine Hochzeit. Muss jetzt auch wieder gedownloadet werden, genau wie eben. Ich finde solche Spiele voll cool, weil die nicht so langweilig animiert sind. Jetzt nicht nur so bla bla und nur gucken, sondern auch ein bisschen Bilder, Bewegung und so. Ganz cool. Im Übrigen könnt ihr das Spiel, falls euch das gefällt, kostenlos im Google Play Store erhalten. Und Geräte, meine Geräte.
Wer überrascht uns da? Rodrigo? Oh, voll laut. Ich kann dich immer noch nicht überraschen, Linda. Ich wusste, dass du es warst. Wie geht's dir? Gut, gut. Hast du die Spieluhr gemacht? Also, du warst es? Sie ist wunderschön. Aber die Kette scheint sehr teuer. Ich kann sie nicht annehmen. Geh, Linda, du verdienst es. Du solltest sie zur Hochzeit tragen. Kann sein. Oh, die Augen. Seht ihr, wie sie so hin und her dingsen? Oh, ist das einfach eine alte Liebe? Also, wie viele Jahre ist es her? 5 Jahre? 6. Übrigens, du siehst toll aus. Oh, er steht auf uns. Unschuldig flirten, nicht flirten. Ja, wir flirten, warum auch nicht? Danke, du schaust auch nicht so schlecht aus. Nicht so schlecht, das ist wieder negativ. Naja. Ich habe keine Dreadlocks mehr. Aber das kann damit zu tun haben. Ich meinte es ernst. Und was machst du so? Also, ich bin immer noch Arzt. Okay, ist also Arzt. Ich ging mit Ärzte ohne Grenzen nach Marokko und Libyen. Also auch ein sehr sozialer Mensch. 3 Jahre später arbeite ich jetzt hier in den Favelas. Kenne ich gar nicht. Das ist teuer, Rodrigo. Jetzt muss ich aber los, um die Hochzeitsringe abzuholen. Sieht aus, als ob Cynthia von jedem Hilfe bekommt. Ja, aber bevor ich gehe, wollte ich dir kurz Hallo sagen. Na, dann Hallo. Voll dumm. Ich sehe dich wohl morgen bei der Hochzeit. Aber sicher, es wird toll, dich wiederzusehen, Linda. Hast du immer noch dieselbe Telefonnummer? Immer noch die gleiche Nummer. Gut, dann sehen wir uns morgen. 6 Jahre. Ist es wohl echt unser Ex von vor ein paar Jahren? Der bei Ärzte ohne Grenzen mitgemacht hat und voll die Kohle jetzt macht und uns einfach ein voll das teure Geschenk gemacht hat. Eigentlich Coffee, geil. Handy läutet. Unbekannte Nummer? Das ist seltsam. Das ist garantiert unser Retter vom Flughafen. Oh nein, ich würde abheben. Oh nein, nicht abheben. Ich kann nichts anderes drücken. Ich werde nicht abheben. Es könnte ja theoretisch auch Kevin sein. Ich muss schlafen. Morgen wird ein langer Tag. Ist unser Bruno. Dann ist es besser, Männer zappeln zu lassen. Ach so. Das war ein wunderbarer Tag für eine Hochzeit. Voll die schöne Dings. Warum haben wir jetzt die Kette nicht an? Ich meine, die andere war ein bisschen dick aufgetragen, aber naja. Ich kann die Zeremonie kaum erwarten. Hallo, Linda. Hey, Rodrigo. Ich wusste nicht, dass du hier warst. Du weißt noch, dass die Cynthia, dass Cynthia meine Schwester ist, oder? Ah, okay. Also kennen wir wahrscheinlich auch schon länger. Na, du bist ja ein Lustiger. Hihihi. Du siehst unglaublich aus. Danke, du auch. Du trägst die Kette nicht, die ich dir geschenkt habe. Warum? Oh, voll traurig. Naja. Verzeihung, Herr Rodrigo, ich möchte die Täubchen nicht stören. Alter, warum Täubchen? Ihre Schwester fragt nach den Hochzeitsringen. Haben Sie sie? Ja, Drausio, ich habe sie gleich hier. Die Ringe, sie sind wahrscheinlich runtergefallen. Was? Sie sind runtergefallen? Wo? Oh mein Gott, ich gehe beten. Geht einfach weg. Ich helfe dir, sie zu finden. Heute früh bin ich um den Altar gelaufen. Dort müssen sie sein. Oh nein, irgendwo hier... lass uns nachdenken. Hast du mir gesagt, du hättest die Ringe... Achso, du hast mir gesagt, du hättest die Ringe, als du angekommen bist. Glas? Du bist... Also hast du mit dem entmüllten Toast gemacht. Neben dem Tisch. Vielleicht sind sie auf dem Tisch. Ich sehe sie nicht. Hier ist nichts. Also, was hast du danach gemacht? Ich ließ mal ihre Kamera dort. Vielleicht sind sie in der Tasche? Auch nicht hier. Lass uns dort drüben schauen. Wo drüben? Hallo? Hallo? Ach so. Ah.
Da hinten. Was macht dein Mantel auf dem Stuhl? Du hast wahrscheinlich noch nicht in deinen Taschen geschaut. Die Ringe, da sind sie. Oh. Du hast Glück, dass ich da bin, um dir zu helfen. Ich weiß, du hast gerade eine Stadttour für morgen gewonnen. Was hältst du davon? Klingt toll, ich habe kein Interesse. Klingt toll, warum auch nicht? Er flirtete ohne Ende. Rodrigo, das klingt toll. Rodrigo freut sich über deine Entscheidung. Ja, na klar, er will auch was von uns. Das wird schön. Wir müssen los, die Hochzeit beginnt. Ich will nichts verpassen. Wollen wir? Nach dir, meine Liebe. Oh. Wir haben übrigens nicht mehr den Bräutigam von Cynthia vorgesehen. Bei diesem Teil muss ich immer weinen. Solange du keine Überschwemmung verursachst, stört es keinen. Danke, Rodrigo. Da fühle ich mich gleich besser. Er lacht auch noch. Ich versuche hier nur zu helfen. Ich weiß, ich scherze nur rum. Du schuldest mir immer noch eine Antwort. Antwort? Was für eine Antwort? Auch wegen der Kette. Wegen der Kette. Mochtest du sie nicht? Klar mochte ich sie. Oder du hättest sie das nicht machen brauchen. Klar mochte ich sie. Doch. Ich hebe sie für den richtigen Zeitpunkt auf. Ich dachte, heute wäre eine passende Gelegenheit. Ich kläre euch hiermit zu Mann und Frau. Kein Küsschen, nix. Oh Gott, wir singen jetzt auch noch. Ah, da sehen wir den Mann auch in Farbe. Ja, okay. Nein. Wie sie guckt und sie fällt volle Kanne ab ins Wasser. Oh, wie peinlich. Nein. Linda, ich komme. Ich helfe ihr. Beide Männer kommen gleich. Oh, peinlich. Lässt sich reagieren, um Hilfe bitten. Bitte hilf mir. Kann mir jemand helfen, hier rauszukommen? Kein Stress, ich helfe dir. Alles okay, ich hole dich hier raus. Danke, ihr zwei. Hat er völlig so, hä? Schau, ein Riesenchaos. Ich ziehe mich um, bin kurz in meinem Zimmer um. Bin gleich wieder da. Oder ich komme gleich wieder, hat sie gesagt. Oh, wie peinlich. Oh Gott, wie peinlich. Ich hoffe, ich finde etwas anderes zum Anziehen. Weiß, ist wohl nicht wirklich meine Farbe. Will ich so viel Aufmerksamkeit? Ich mag es, aber es ist vielleicht etwas zu seriös. Ich liebe es, aber ich glaube, es ist nicht das Richtige. Aber ich glaube, das goldene Kleid ist die bessere Wahl. Ja, glaube ich auch. Ja, das geht. Okay, etwas fehlt. Ihr Schuhe, was wohl sonst? Schuhe? Ach so, Kette. Das Geschenk, vielleicht ist heute doch der richtige Zeitpunkt. Das ist es, ich bin wieder bereit für die Party. Was machst du hier? Fräulein Brown. Hätte ich gewusst, dass sie kommen, hätte ich sie mitgenommen. Das scheint ein großer Zufall zu sein. Ich glaube nicht in Zufälle, das heißt an. Nichts passiert ohne Grund. Glaubst du auch an das Schicksal? Ja klar, jeder von uns hat eine Rolle zu erfüllen. Du bist die Maid in Nöten. Und ich werde dich retten, wann immer ich kann. Klingt nach viel Arbeit. Ist mir recht. Möchtest du mit mir Mittagessen gehen? Klingt gut. Klar, essen gehen kann man immer. Ich kenne einen guten Ort. Linda, ich habe dich gesucht. Wollen wir tanzen? Oh, wie er guckt. Ja klar, lass uns gehen. Auf Wiedersehen, Herr Friere. Auf Wiedersehen, Fräulein Brown. Ich freue mich, dass du die Kette verwendest. Da bist du ja, Linda.
Allein schon in einem Glas hier Monsieur Bruno und im anderen der andere. Ich habe dir gesagt, dass es nicht vorbei ist. Was für ein krasser Stalker, Mann. Ernsthaft? Du hast nicht abgehoben. Sie und 89% andere Spieler wählten dies. Du hast die Einladung akzeptiert. Und viele wählten dies. Du hast Brunos Einladung akzeptiert. Ich hoffe, dass die beiden Entscheidungen, dass wir sowohl die Einladung von dem braunen Typen als auch von Bruno, dass das nicht kollidiert, sozusagen, dass die beiden zugesagt haben, dann so, oh, mit wem gehst du denn jetzt irgendwie aus? Fortsetzen. Ja, das war super. Jetzt haben wir natürlich kein Ticket. Nein! Oh, Sappo. Nein, danke jetzt nicht. Bruno. Geheimnis, die Show. Verrat. Oh, ich bin Mann, das ist immer so spannend. Ich habe ja versprochen, dass ich heute noch streame, deswegen habe ich es auch noch gemacht. Ich werde gleich mal gucken, was ich noch alles finde an Spielen und Weiterspielen, weil ich gerade voll Bock habe auf sowas. Und ich finde es halt schön, aber also bei diesen Spielen hier, dass du halt eine ganze Folge spielen kannst und nicht irgendwie wie bei Is It Love Colin oder so nur ein paar Minuten und immer so ein paar Punkte und so. Ist richtig nervig. Weil du dann mitten in der Spannung auf einmal abbrechen musst. Aber naja. Schaltet auch gleich wieder ein. Ich wünsche euch was. Tschüssi. Wenn euch das Video einen Daumen... wenn euch das Video gefallen hat, gebt bitte einen Daumen rauf. Ich hoffe, ihr versteht mich die ganze Zeit gut in dem Let's Play bzw. Let's Stream. Weil ich kein normales Headset habe, sondern so ein Kopfhörer mit Mikrofon so ein bisschen. Vorher habe ich nämlich immer nur über mein Tablet gesprochen, da versteht er mich super schlecht. Das Mikrofon ist irgendwie nicht so gut. Also beziehungsweise schon, aber wenn ich weiter weg, 30 cm oder so, dann hört man mich einfach nicht. Und dann müsste ich schon fast das Tablet küssen, damit ihr mich verstehen könnt. Das ist natürlich... Oh Gott, nicht so schön. Naja, auf jeden Fall, wenn euch das Video gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen rauf gebt oder mich abonniert. Und vielleicht einen Kommentar verfasst. Was haltet ihr von dem Spiel so? Was haltet ihr von Linda und Bruno und dem anderen netten Kerl? Und Zoe, seht ihr hier vorne, habe ich von auch gespielt. Ihr könnt ja gerne mal reinschauen. Ist von denselben Machern und auch, also vom Spielmechanismus habe ich jetzt mal genauso aufgebaut. Auch mit Jahreszeit und Folge hier und da. Und ja, ich wünsche euch einen schönen Abend. Tschüssi!